Darf ich das Ding jetzt fahren, oder was? Jawohl. Ich darf so ein Bötchen fahren. Geil. Wir haben auf jeden Fall Signal. Fährt sich auf jeden Fall richtig geil. Vielleicht wiederholt sich das alles jetzt. Hoffentlich nicht. Damals haben sich die Kartellleute sogar auf Kindergeburtstag vereinigt. Ja, ich erinnere mich. Ich war damals noch jung. Irres Zeug. Bruder von Gehrig. Pitbulls mit aufgeschlitzter Kehle. Wie zum Teufel hat deine Mann dich da rausgehalten? Das klingt vielleicht kitschig. Sie hat geschuftet. Und mich geliebt. Oh ja, und wie das kitschig klingt. Da ist es. Okay, dann verfolgen wir das Ding mal. Ich hab wieder ein Signal. Okay. Dann mal los. Hab ich doch. Da stecken mindestens 10 Kilo in dem Paket. Amerikaner stehen halt auf Drogen. Ich will damit sagen, dass das hier eine große Nummer ist. Sonst hätte uns Dawes nicht hier rausgeschickt. Angenommen, die Kartelle nutzen Miami wieder als Umschlagplatz. Aus welchem Grund? Meine Meinung? Mexiko ist zu heiß geworden. Hier wandern Schmuggler vielleicht in den Knast, sie werden aber nicht von Drogen was kalt gemacht. Amerikaner stehen halt auf Drogen. Du weißt, dass es eine große Sache ist, dass Dawes uns hier auf angesetzt hat, oder? Das weiß ich. Das Problem ist, dass wir damit zu keinem Staatsanwalt gehen können. Wen interessiert's? Ist doch viel spannender so. Ah, jetzt haben sie mal aufgehört zu reden. Alles klar. Aber ich finde es geil, dass da wirklich so viel Dialog drin steckt. Also haben sie mit Herz auf jeden Fall dran gesessen an dieser Story. Und da haben wir nochmal ein Krokodil. Oha. Mal ein bisschen mehr manövrieren. Okay, da haben wir auch schon das nächste Drogenpäckchen. Und zack. Und übrigens, Captain Dawes, der Typ war früher absolut gnadenlos. Ja, das habe ich gehört. Das ist eine riskante Art zu arbeiten. Mein Tipp. Du willst beim Captain punkten? Dann zieh die Samthandschuhe aus. Was ist das hier? Der dreckige Teil der Polizeiarbeit? Du hast es kapiert. Okay, da ist wohl... Entweder ist das das letzte Päckchen, oder? Mit dem Airboot anlegen. Man muss noch direkt anlegen? Was ist das denn für ein Schwachsinn? Okay, ich spring raus und markiere es. Geht doch. Keine Panik. Die haben mehr Angst vor uns, als wir vor ihnen. Bezweifle ich irgendwie. Ohne Scheiß. Na, perfekt angelegt. Guckt mal hier. Ja, perfekt. Das Einzige, was stört, ist halt... Das Wasser sieht da... an sich ganz geil aus. Oh. Aber... das Kraut da drunter, das sieht nicht so prickelnd schön aus. Das Wasser an sich sieht ja echt schön aus. Aber hier auch so die Pflanzen und dieses... Flickerschwappen. Auch nicht gerade so prickelnd. Aber, hey, da kann man drüber stehen. Und da haben wir schon Krokodil. Warum war das klar? Oh. Was haben wir denn? A. B. D. Bestimmt erst nochmal. Okay. Normalerweise ist das Viech nicht tot, wenn man das in eine Schnauze reinsticht. Aber na gut, egal, das hat er immer dahingestellt. So eine Scheiße. Alles gut? Ja? Dann sag einfach Danke. Okay. Dankeschön. Danke. Vielleicht sollten wir auf dem Weg bleiben. Ja. Was will ich jetzt sagen? Haben wir Angst vor uns, ha? Wir müssen uns den Pass. Also nach links sehen. Was wollte ich sagen? Genau, eine, es hat bestimmt sich irgendeiner von euch erschreckt. Wenn ja, ihr könnt das ja mal unterschreiben. Wer, oh, ob ihr euch erschreckt habt oder nicht. Ich beispielsweise nicht. Nimm den Kletterhaken. Ist eine SWAT-Leihgabe. Eine SWAT-Leihgabe? Wenn mir so... Ach, alles klar. Enterhaken. Mit dem Kletterhaken kannst du höhere gelegene Orte erreichen. Schieß den Kletterhaken auf einen markierten Vorsprung, um die... um ein Kletterseil zu erzeugen. Ah, ich bin mal... Ja, entspann dich. Ist easy, wie man das macht. Mach ich nicht zum ersten Mal, also. Passt schon.
Zu kurz? Ne. Alles klar, ich dachte, ich muss jetzt per Zipline drüber eiern. Das sind alte Aussichtsplattformen. Für Touris. Alles okay, Kai? Und deine Schuhe? Wisst ihr, woran mich das bisschen erinnert? Auch so mit den Gehegen und den riesigen, hohen Aussichtstürme? Wie an Jurassic Park. Der passt voll in Jurassic Park rein. Ohne Scheiß. Ohne Zipline. Ich bin noch so gespannt auf den neuen Jurassic Park, Schnauze. Will ich nicht lesen. Du bist vorbereitet. Zack. Wie das neue Jurassic Park wird. Das kommt ja im Juni oder Juli raus. Oh, hi. Ist was auf dem Scanner? Ich bin da echt mal gespannt, wie das wird. Ich hoffe, der wird geil. Also die Trailer haben schon gezeigt, dass es ein schönes, schöner Film ist, ein schöner Nachfolger. Aber... ja, keine Ahnung warum. Aber nun gut. Mac-10. Ja, ja, da drinne. Das vibriert bei mir schon wieder in der Hose. Beziehungsweise bei ihm in der Tasche. Kommt man denn da rein, wird hier? Ach da. Brecheisen nehmen. Ja, entspann dich. Der Scanner geht ja schon wieder voll ab. Kann man das machen? Also Ausrüstung. Optik. Brauche eigentlich kein Schwein. Eine neue Tarnung hätte ich ganz gerne. Hexagon Spray Tiger. Komm, ich nehme mal das Hexagon. Ne, das Wald digital nehmen wir mal. Sieht schön aus. Sieht echt schön aus. Muss ich sagen. Achso. Ne. Das wurde schon gezeigt. Das Ding vibriert hier schon. Achso. Lagern die in diesen Fässern. Ich habe keine Ahnung, Kokain. Aber es sind noch mehr Sachen hier. Beweis ansehen. Beweismittelinfo. Spurenanalyse, Kokain. Achso, Hydrochlorid. Ich wollte gerade sagen, hä? Ebenfalls gefunden, Baumwolle, Styropor und Glas. Audioabschnitt? Das war wohl ein Fehlschuss. Ziemlich teurer Fehlschuss. Wähle den Fall aus, wähle den Fall und wähle Fazit abspielen, um es dir anzusehen. Ich glaube, ich habe das nicht ganz wirklich hingekriegt. Na gut, egal. Wir haben hier noch mehr Beweise. Das ist ein Kocher. Es ist explodierbar. Bier, 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 immer noch mehr Bier. Ein Beweismittel fehlt mir noch. Achso. Mal das Fass analysieren. Chemikale. Tatrazin? War das richtig? Audio abspielen. Hätte ich nicht gerechnet. Tatrazin wird üblicherweise als gelbe Lebensmittelfarbe verwendet und ist völlig harmlos. Es gibt überhaupt keinen Grund, es hier draußen auszukippen. Ja, ja, Fazit. Fazit abspielen. Mal von Teil 1. Verantwortliche dafür, dass die Straßen von Miami vor flüssigem Hotshot-Koks überquellen? Unser neuer Freund Tyson Latchford. Der Kick ist bei Hotshot cleaner. Deshalb ist es auch beliebter. Heißt es. Ich habe genügend Beweise, um Tyson vor Gericht zu bringen. Wenn er lang genug am Leben bleibt. Hm. Okay. Das hatten wir ja schon. Okay, Spur 1 in Episode 2. Zweite Spur ist in Episode 4. Alles klar. Ich hab die alle nicht. Okay. Da haben wir auch schon wieder mehrere Sachen. Okay, es gibt auf jeden Fall auch ein bisschen Backtracking. Also, Ermittlungen laufen. Hotshot, Lieferkette. Haben wir die Spur in 1, nee, in Episode 2 gehabt. 4, 6 und 8. Okay. Nun gut. Weiter mal damit im Text. Wo ist er denn? So. Was sollen wir jetzt machen? Ich bezweifle, dass ich hier noch irgendwas habe. Gut, das ist alles durch. Sicher, sicher. Aber ich gehe eh drauf, wenn ich da... Wow, das hat mich echt ein bisschen geflasht, gerade erschreckt.
Und schön weggeflogen auf jeden Fall. So, hier drinnen war ja nur das. Oh, Funk und der Sub. Ich habe eine Frequenz für dich. 120,13. Siehst du was? Wow. Sieh dir nur die ganzen Lichter an. Überall auf dem See. Wir sollten uns ihr Boot nehmen und nachsehen. Ich glaube, dass... Links oben im Scanner werden deine aktuelle Position, die Anzahl der Beweismittel im Bereich und deine Entfernung zum nächsten Beweismittel angezeigt. Alles klar, jetzt verstehe ich auch die Dingens da. Die Weise untersuchen. Willst du das melden? Wir haben hier ja eigentlich nichts verloren. Ah, passt schon, alles super. Typisches Arschloch. Weißt du, was mich am Drogenkrieg am meisten beunruhigt? Na, hau raus. Dass der Sieger Geld und Waffen ohne Ende haben wird. Ja, wenn sie sich gegenseitig erledigt haben, sind wir. Willkommen zurück in den 80ern. Deswegen will Dawes das jetzt beenden, bevor es dazu kommt. Warum sollte ich hier anlegen? Inoffiziell. Höchst inoffiziell. Es gibt auf jeden Fall zum Aussteigen eine Animation. Das ist ja ähnlich. Warum klingst du dann so skeptisch? Worauf läuft's denn hinaus? Um die wichtigen Leute auszuschalten. Die hohen Tiere. Ein für alle Mal. Brauchst du mehr als eine Knarre? Da wäre ich mir nicht so sicher. Detective, wir spielen hier ein gefährliches Spiel. Ein bisschen, ja. Die spiele ich am liebsten. Aber die Frage ist, warum sollte ich da anlegen? Gibt doch gar keinen Sinn. Für mich jetzt gerade zumindest nicht. Oder sind nachher Leute drauf oder irgendwas Drogenscheiße und da haben wir ganz viele Everglades-Krokodile. Kann ich die auch überfahren? Nee, schade, die sind schnell genug weg. Schade, ich hätte die wirklich gerne mal versucht, beziehungsweise mal überfahren. Ich hätte geschaut, ob die wie bei Far Cry 3 beispielsweise denn oben treiben. Oder nicht. Okay, hier hinten ist auf jeden Fall ein neues... Ja, Drogenlabor nun nicht, aber Beweismittel. Und jedes Mal diese Animation zu sehen, ist sehr eigenartig. Da ist eine. Gibt es noch mehr? Solange das nur eine ist, habe ich... Ach ja, ja. Okay. Nee, habe ich gerade nicht mehr mit dabei, sorry. Alarmanlagen und Verstärkung. Alarmanlage und Verstärkung dabei. Herbei, deaktiviere die Alarmanlage oder zerstöre Lautsprecher, um Verstärkung zu verhindern. Das haben sie ein bisschen aus Far Cry 3 genommen, finde ich. Uiuiui. Da haben wir noch. Das Geile wäre... Ah, hallo, den kann ich noch identifizieren. Was hätte Remy denn eigentlich ohne dieses Angebot gemacht? Ich glaube, dem geht's ganz gut. Den muss ich da kaputt machen. Das heißt, wir werden mal da hingehen und jetzt mal versuchen, ein bisschen auf Stealth zu machen. Das sollte jetzt tief genug sein, um runterzuspringen. Problem ist, ich hätte ganz gerne einen Schalldämpfer. Ich weiß nicht, wenn ich den dann draufgesetzt hätte, also wenn ich einen Schalldämpfer frei hätte. So, der geht weg. Haben wir das schon mal hinter uns und der hat schon mal keine Relevanz mehr für uns. Aber der wird auch nicht gesehen, den nehmen wir auch mal weg. Wir gehen jetzt hier mal komplett mit dem Taser durch. So, der ist weg. Der kann uns sehen. Da müssen wir hin. Den sollen wir festnehmen. Dann gehen wir doch erstmal rum. Und schalten den Typen, der gerade auf das Bötchen guckt, mit dem Taser aus. Der dahinter dürfte keine Relevanz für uns haben. Komm, entspann dich. So, der ist dann noch ganz entspannt. Da kann man schon wieder Hände hochschreien. Ich visiere mal vorzeitig an. Weil den kann man noch rechtzeitig abdrücken. Bevor der überhaupt einen mit...
beziehungsweise einen erkennt. So, wir werden jetzt erstmal das Ding deaktivieren. Zack. Und jetzt gehen wir mal zu dem bösen Buben hin. Den nehmen wir mal jetzt fest, um allein die Belohnung da zu kriegen. Und, ja, ja. Und zack. Und fertig haben wir den auch schon. So, jetzt können wir alles scannen, ganz in Ruhe. So, Haffefee, ich weiß nicht, was unser Expertenlevel da oben bringt. Ich habe keine Ahnung. So. Wir sollen das ja analysieren. Verschmutztes Airboat. Okay. An der Unterseite des Bootes wurden Spuren von Tartrazin und 2,5 Diaminoltolur. Egal, irgend so einen anderen komischen Stoff. Beide Stoffe werden in verschiedenen Farbstoffen verwendet und von beiden und von diesem Boot wurden diese Farbstoffe ins Wasser gekippt. Nels hat alles für ein paar gestellte Fotos vorbereitet. Ich glaube nicht, dass das so gewollt ist. Du hast recht. Das Boot befand sich in Wasser mit Chemikalien. Okay.